Am 10. April 2024 besuchte ich den wunderschönen Aachensee nördlich von Jenbach in Tirol. 380 Meter über dem Inntal bildet er mit dem Aachental die Grenze zwischen Karwendelgebirge im Westen und Brandenberger Alpen im Osten. Herzliche Grüße aus Tirol. Ich bin da am Aachensee. Gar nicht so tolles Wetter, ziemlicher Wassertiefstand auch. Aber erstmals werde ich in diesem doch recht frischen Gebirgssee hier mit einer Tiefe, teilweise 160 Meter tief, wie ich gerade gehört habe. Da möchte ich jetzt einmal erstmalig eine kleine Eisbadung machen. Ich freue mich drauf. Nicht 160 Meter, sondern bis zu 133 Meter tief ist der Aachensee, wie ich nach genauerer Recherche erfahren habe. Und er ist der größte See Tirols. Der Aachensee hat hervorragende Wasserqualität, annähernd Trinkwasserniveau und bis zu 10 Meter Sichtweite unter Wasser. Besucht habe ich diesen wunderschönen Platz mit meinem Freund Georg, der mich hier begleitet. Oh, wie weiß mit einem warmen Tee? Später. Später? Ja, wir gehen ja dann immer einkehren. Er bist erst 3 Minuten rein, ja, von dem her. Wie kalt es wirklich war, haben wir leider nicht messen können aufgrund eines fehlenden Thermometers, aber es hat rundherum geschneit und es war wirklich, wirklich kalt. Also wir rechnen, dass es in etwa 5 Grad an Wassertemperatur gehabt hat.